Hallo liebe Kater und Katzen und denjenigen, die einen Kater oder eine Katze haben. Und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Assassin's Creed Origins. Jawohl, wieder hier im alten Ägypten oder im alten Rom. Das ist jetzt nämlich hier gerade die große Frage, denn wir sind gerade eben auf hoher See mit Aya in der allerletzten Aufnahme von Assassin's Creed Origins. Nach über 80 Folgen, denke ich mal, ist heute der Zeitpunkt gekommen, um diesem Spiel einen gebührenden Abschied zu verleihen. Das machen wir in der heutigen Aufnahme. Das heißt, ich bin schon sehr gespannt, was wir jetzt gleich in Rom erwarten werden. Und ohne weiter zu zögern, drücke ich gleich mal auf das Tempo, ne? Und wir rasen in Richtung Rom mit unseren wunderbaren drei Begleitschiffchen. Oder wir sind das Begleitschiffchen und eins anderes ist das Hauptschiffchen. Aber da wir Aya hier drauf auf dem Schiff haben, ist das bestimmt das Hauptschiff. Aya sucht sich ja immer das Hauptschiff aus, so generell. Hier drüben ist eine wunderschöne Dingens. Eine römische Flotte voraus. Siehst du sie? Aber lass deine Deckung nicht fallen. Wir müssen annehmen, dass sie uns erwarten. Ja, das Problem ist. Ganz begeistert. Begierig, alter Mann. Begierig, den Abschaum ich zu erledigen. Sehe und mich dem nicht, wo diese römische Flotte sein soll. Unendlicher Abschaum. Das ist die Welt, in der wir leben. Wo ist denn die römische Flotte? Kann mir das mal jemand sagen, so? Also, ich sehe die gerade nicht. Die müsste irgendwo da vorne sein, laut ihnen. Wie das jetzt allerdings. Naja, und so. So, tut mir leid, da war gerade eben eine wunderbare kleine Unterbrechung. Also war ja nicht wunderbar, aber es war halt eine Unterbrechung. Ich sehe jetzt mittlerweile die römische Flotte. Erhört die Schlagzahl! Wir sind entdeckt worden! Die Fackeln rufen die Flotte herbei. Bereitet euch vor! Oh oh. Eine römische Flotte, das ist ja noch was anderes. Da kommen sie! Vorwärts, Männer! Bedeckt die See mit ihren Schiffstrümmern! Die Ruder! Alala! Alala! Ah, die Lieder, die man über uns singen wird, wenn dieser Tag zu Ende ist! Wenn das geschieht, Foxidas, wickle ich mich in Seetang wie eine Sirene und singe lauthals mit! Ich nehme dich beim Wort! Glaub mir, du würdest es bereuen! Bring wir's hinter uns! Oh, oh. Jetzt wartet nur noch eine auf den Abgrund. Brandbomben. Zack. Das war zu viel für das arme Schiff. Ich weiß immer nicht, was ich, ob ich bei so einem Seegefecht immer was sagen soll, weil irgendwie. Boah. Erhöht das Tempo. So, die römische Flotte ist schon mal weg vom Fenster. Wir segeln weiter. In Richtung Sie Rom. Feuerschiffe auf uns! Götter. Oh nein, wenn die uns rammen, dann sind wir, glaube ich, ziemlich... Formiert. Sie erwischen uns! Wir sind in der Unterzahl! Da sind so viele Höllenschiffe! Wir versenken sie, bevor sie uns erreichen. Wenn sie uns treffen, sind wir erledigt. Versenkt sie! Feuer! Ah, toll. Feuerschiffe voraus! So, kill doch mal bitte so ein. Bereit zu feuern! Feuer! So, das Schiff da vorne, dann machen wir noch ein bisschen Angst. Brandbomben helfen da nicht, ne? Oh oh, oh oh, oh oh! Schnell! Feuerschiffe voraus! Oh Gott, oh Gott! Oh Gott! Mehr Feuerschiffe in der Nähe! Bei den Göttern! Die sind überall! Feuerschiffe achtern! Ach du Scheiße. Jo, das sehe ich. Mehr Tempo! So, wir müssen einmal ganz kurz. Voll erwischt! Schneller! Hey, wir keine verbündeten Schiffe an. Ja, das ist gerade im Moment gerade ein bisschen schwierig, weißt du? Feuerschiffe backbauen! Yeah, Achtung, Pfeile! So, das waren die schon mal. Die hier kriege ich ziemlich schnell runter. Mhm. Oh Gott, bleib mir bloß weg, bleib mir bloß weg, Junge, bleib mir bloß weg. Mehr Tempo.
Boah. So, wir schießen gleich mal wieder zurück. Da gibt's doch wohl nicht, dass man mich hier angreift, hier, hä? Vorsehen. Hilf uns! Das ist eine Armada! Haben wir die Feuerkraft, um dagegen anzukommen? Ich wüsste nicht wie. Unsere Flotte ist zerstreut. Die Verbündeten fort. Wir sind erledigt. Reiß dich zusammen, du alter Seebär. Rette dein verdammtes Schiff. Noch eine Flotte da. Verdammt. Zeus pisst vom Gipfel des Olympus auf unsere Köpfe. Nein, nein. Brutus und Cassius. Sieh doch. Und mit ihnen die Katapulte. Setz sie ein. Deckung. Männer, fürchtet dieses Biest nicht. Es ist ein großer und dicker Wal. Aber wir tanzen um ihn herum wie Fische in einem Teich. Du warst kein Poet in deiner Jugend, oder, Foxidas? Hohoho, ich hätte einer sein sollen. Und auch ein Philosoph. Oh Gott, die schießen, die schießen, die schießen, die schießen, die schießen. Millionen Dinge, schöner Aja. Du musst deine Memoiren schreiben. Vielleicht mache ich das. Und wenn du eine Ausgabe in die Bibliothek schmuggelst, lebt unsere Legende weiter. Sicher wird dieses Kapitel das meistgelesenste von allen. Och, jo, entspann dich mal. Im Rhythmus bleiben! Erhöht die Schlagzahl! Boah, wir befinden uns voll im Feuer, im Feuer. Mehr Tempo! Boah. Das wollte ich machen. Und jetzt müssen wir ganz schnell hier weg. Oh Gott, die drängen uns an die Küste. Das ist mies. Ja, die haben unser Schiff versenkt. Boah, diese Okteren, die sind mies. Wir müssen uns definitiv weghalten von der Küste. Die haben mich gerade voll reingedrängt und haben mich dann eingekesselt. Das war mies. Wir müssen ganz schnell, müssen uns auf eins fokussieren. Verdammt! Zeus pisst vom Gipfel des Olympus auf unsere Köpfe! Nein, nein! Brutus und Cassius, sieh doch! Und mit ihnen die Katapulte! Setz sie ein! Deckung! Männer, fürchtet dieses Biest nicht! Es ist ein großer und dicker Wal! Aber wir tanzen um ihn herum wie Fische in einem Teich! Du warst kein Poet in deiner Jugend, oder, Foxidas? Hohoho, ich hätte einer sein sollen! Und auch ein Philosoph! Was wir alles hätten sein sollen! Millionen Dinge, schöne Aja! Du musst deine Memoiren schreiben! Vielleicht mache ich das! Und wenn du eine Ausgabe in die Bibliothek schmuggelst, lebt unsere Legende weiter. Sicher wird dieses Kapitel das meistgelesenste von allen. Wir müssen uns zurückziehen, weil die immer nur auf uns schießen, die Vollidioten. Mehr Tempo! Sie ärmen uns! Deckung! Nehmt das, ihr Narren! Mehr Geschwindigkeit! Boah, die schießen uns einfach nur aus dem... Ich zeig ihnen einfach mal meinen Puppes. Ach, Jungs und Mädels, hey, was? Erhöht die Schlagzahl! Wir haben jetzt schon verloren, kann ich euch sagen, weil... Können wir uns denn nicht irgendwie reparieren lassen oder so? So. Erster Regen, zweiter Regen, dritter Regen. Das tut zwar sehr weh, aber das ist egal. Erstmal. So, jetzt versenken wir die. Waren das jetzt schon beide oder ist da jetzt noch eine? Waren das jetzt beide, ehrlich? Ein Wort? Nee.
Warum wusste ich, dass da hinten noch so einer rumchillt hier? Aber der ist auch schon bis mitgenommen, der Gute. Mit uns rum gar keiner. Hier ein bisschen am Heck. Ja, wir sind halt wendiger, ne? Das ist halt schon ein Vorteil. Da muss man sagen. Zack. Gerade hat nochmal hier gesessen. Kommt da jetzt noch was? Oder eigentlich müssen das jetzt alle gewesen sein? Jawohl. Oh, lasst es regnen! Nicht damit euch den Mond zurück ins Meer! Hey, oh Faulpelze! Formiert euch mit den anderen! Denn heute segeln wir gemeinsam! Zu welchem Hafen bringst du uns? Ich probiere es in einer Stadt namens Antium. Viele Handelsschiffe segeln dort ein und aus. Es sollte sicher sein. Von da ist es ein halber Tagesritt nach Rom. Wir müssen nach Rom. Und wir werden schon wieder aus dem Animus rausgekatapultiert. Was ist jetzt los? Was ist denn jetzt los? Die 32. Dynastie. Rom, Theater und des Pompeius. Es ist nur eine Frage von Tagen, bis Cäsar offiziell zum Tyrann erklärt wird. Da ist er. Das Volk liebt euch, Cäsar. Ihr seid ein Gott. Der Senat wird sich nicht so einfach dieses beugen. Parlament gackernder Hennen. Lasst mich euer Wolf sein. Geht. Tut nichts, bis ich das Zeichen gebe. Ach, Eier ist jetzt verantwortlich für das Cäsar-Attentat. Aha, und den dürfen wir jetzt auf einmal übernehmen. Also ist Cäsar jetzt der König des Ordens? Cäsar ist der Vater des Verstehens. Du und Cäsar werdet sterben. Du mischst dich in die Angelegenheiten des Ordens. Der Orden ist größer was? Als Rom. Was? Also Cäsar ist jetzt also hier quasi der Big Boss immer gewesen. Ha, dank dir verstehe ich, warum ein Mord gerecht sein kann. Ich befehlige Armeen. Ich bewirke Großes. Ich werde deinen Orden aus den Chroniken löschen. Knie vor Cäsar! Knie vor Rom! Ich stehe gerne für wir schreiben die Geschichte. Cäsar wird dir in die Vergessenheit folgen. Dein Sohn hat sich vollgepisst, als er das Messer sah. Ich werde dein Herz an die Geier verfüttern. Du hast. Also, Cäsar ist jetzt irgendwie Ehre. Anscheinend hier der große Boss du gewesen hast die ganze mir Zeit. Alles genommen! Ich bin ein Gabinianer! Ich dachte, du läufst davon, meine Kleine. Wieso bist du nicht einfach verschwunden? Diesmal ist Flavius nicht hier, um dich zu retten, Septimius. Keine römischen Abmachungen. Warum kann ich denn nicht mit dem Bogen schießen? Das finde ich jetzt ein bisschen albern. So, ich heile mich erstmal ein bisschen hoch. Wir müssen erstmal analysieren. Ich verstehe noch gar nicht, wie der sieht mir irgendwie so maximal random aus mit seinen. Ach, ja klar, hier mal wieder Sci-Fi-Technik, hä? Mit einem anderen Score kommt Romeo nicht klar, oder wie? Zack, 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 zack. Einfach mal hier die arme Frau verprügeln, weißt du? Oh, wir sind schon voll voller Blut einfach. Ach ja, jetzt verpiesel dich doch.
denkt, er ist hier der Mr. Obermacker, aber er kann nix. Also er kann schon viel, ne? Also ich verliere gerade, aber was ich damit sagen wollte ist, er kann viel weniger, als er denkt, dass er kann. Er denkt, er ist jetzt hier Mr. Oberboss und so und wow, er hat mich. Aber nö, nö, nö. Weil weißt du, was du nicht bedacht hast? Das insgeheim hat sein, ich dich hab. So, zack, 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 zack. Ein bisschen schnetzeln. Jetzt muss ich ganz schnell wieder weg. So. Rennen, rennen, rennen. Das ist ein richtig schwerer Kampf hier. Aber da gebe ich auch gerne zu. Der ist nicht schlecht. Der ist nicht schlecht. Boah, Alter. Guck mal, was er mit Eier gemacht hat. Ja, sozial. Ja, das wird uns ein bisschen dauern, ne? Also, ohne Pfeile komme ich da nicht klar. Also ist Caesar jetzt der König des Ordens? Oh, ich kann jetzt auf einmal schießen. Das macht schon mal die Sache deutlich einfacher. Du misch dich in die Angelegenheiten des Ordens. Der Orden ist größer als Rom. Geh zurück nach Ägypten mit dem Rest der Lügner und Sklaven. Ha, dank dir verstehe ich, warum ein Mord gerecht sein kann. Ich befehlige Armeen. Ich bewirke Großes. Ich werde deinen Orden aus den Chroniken löschen. Knie vor Caesar! Knie vor Rom! Ich stehe gerne auf der. Vorhin konnte ich noch schießen, jetzt kann ich es aber nicht mehr. Wir schreiben die Geschichte. Caesar wird dir in die Vergessenheit folgen. Verstehe nicht, warum ich nicht schießen kann. Vollgepisst, als er das Messer sah. Ich werde dein Herz an die Geier verfüttern. Du hast keine Ehre. Du hast mir alles genommen. Ich bin ein Gabinianer. Es freut mich, dass du ein Gabianer bist, aber es bringt mir herzlich wenig. Wieso bist du nicht einfach verschwunden? Diesmal ist Flavius nicht hier, um dich zu retten, Septimius. Keine römischen Abmachungen. So, Eier, rennen mal ein bisschen. Oder kann es sein, dass sein Sci-Fi-Schild ihn jetzt auch noch irgendwie die Pfeile abhält? Aber dann würde ich sie ja verlieren. Macht keinen Sinn. Hua! Ohne sein leuchtendes Teil da ist das irgendwie voll nutzlos. Na komm. Ich weiß, ich bin sehr defensiv, aber manchmal muss man auch tatsächlich in die Offensive gehen. So, Eier, du sollst nicht pfeifen, sondern du sollst jetzt hier mal ein bisschen Hackfleisch produzieren. Und zwar römisches Hackfleisch, wenn wir uns verstehen. Nicht Eier-Hackfleisch. So, guck mal, jetzt macht er wieder seine Rambo-Taktik. Aber ich weiche so halbwegs aus. Nein. Das war jetzt eher so halbwegs ausgewichen. So, Lucius Septimius von Rom, von wem auch immer hier. Bin relativ bums, von wem du kommst. Ich befördere dich mal kurz in die Geschichtsbücher. Wobei, da nicht mal da schaffst du es rein. Auch wenn du hier deinen tollen Sci-Fi-Trick hier auf Lager hast. Das wird dich leider kein Wort mehr einbringen. Oh, Lucius, come over here, show what you can. But the sad part is you can't do anything about me. Because I can! And I'm bam, and I'm bam, und dann nochmal hier, und dann nochmal hier. Dann muss ich irgendwie diese Tastenkombination finden auf der Tastatur. Und noch einmal hier noch einen mitgeben, so. Und dann bin ich wieder weg. Wieder Wind, bin ich wieder weg. Ich bin der Wind. Huhu, hihi, hoho. Dann Offensive. Ich mag Offensive. Und dann geht man wieder weg. Dann sagt man ich bin ein Geist. Genau, das macht man dann. Jetzt macht er nur seine Renntaktik. Ich hasse diese Renntaktik. Weil damit kriegt er mich immer noch am meisten. Mann, Lucius, kannst du mal aufhören, auf mich die ganze Zeit so drauf zu rennen? Wenn er das hier macht, dann ist es gut, weil dann kann ich Offensive gehen. Ich habe ihn verstanden. Ich habe ihn durchschaut. Seine Kampftaktik habe ich durchschaut. Der ist schon extrem schwach, der Gute. So, jetzt dürfen wir nicht zu übermutig werden, weil wir müssen immer noch ein bisschen Abstand halten. Vor allem, wenn er irgendwie so total bescheuert auf mich zugerannt kommt.
jetzt noch einen, noch einen Stich und dann ist er tot, wollte ich gerade sagen. Habe ich ja recht gehabt. Sei verflucht, Lupa. Das Herz meines Sohns. Für dein Leben. War Rache alles, was du wolltest? Du und der Magi sollt die Laken heute Nacht mit eurem Schweiß tränken. Der starb. Beim Orden. Ich diente ihnen und deinem Ägypten. Ich werde in der Nachwelt belohnt. Eine Ewigkeit des Trinkens und Hurens mit meinen Brüdern. Das Einzige, was dich erwartet, ist Vergessenheit. Deines Namens, deines Ordens und der verrottenden Leichen deiner Gardinianer. Apophis, verschlinge dein stinkendes Herz. Ugh. Der Schakal, Septimus. Caesar muss mit dem Rest des Senats in der Kuria sein. Yay, wir sind in Rom. Aber hier gibt's leider keine Karte. Jo, Leute, wir sind jetzt in Rom. Ich guck mich mal kurz so kurz um. Kann ich hier... Okay, also ich kann hier nicht, leider nicht ausbüchsen. Ich muss tatsächlich leider Gottes... Hier drauf kann ich steigen, aber, oder? Ja. Nein. Das will das Spiel nicht. Okay. Hier hoch kann ich auch nicht. Hier ist abgezäunt. Ah, okay. Dann darf ich nur hier rein. Das ist ein bisschen schade jetzt, aber... Ich nehme noch ein paar Pfeile mit. Ich weiß ja nicht, was da drin gleich los ist. Die Tür ist mir zugesperrt worden. Also muss ich mal da ganz außen rumgehen. Ave, 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 Ave. Mann, sieht Rom prunkvoll aus. Hier wimmelt es nur so von Soldaten. Ja, das ist richtig, das ist richtig.